Mal ehrlich, treiben dich Handbücher für neue Geräte genauso in den Wahnsinn wie mich? Sie stehlen dir deine Zeit und am Ende bringen sie sowieso nichts. Du kaufst dir ein neues Gerät, freust dich und dann an irgendeinem Punkt der Installation, zack, brauchst du entweder einen richtig dicken Wälzer oder aber ein kleines dünnes Heftchen mit Schriftgrößen und Sprachen, die du sowieso nicht lesen kannst. Ich zeige dir heute, wie du mit ChatGPT alle Informationen, die du benötigst, aus einem Handbuch herausbekommst, zugeschnitten auf deine Frage und dein Problem, sodass du sie am Ende nur noch Schritt für Schritt abarbeiten musst. Ich bin Kati und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dir zu zeigen, wie einfach die Welt der künstlichen Intelligenz ist. In ganz einfachen Worten und mit Beispielen aus deinem ganz normalen Alltag. In diesem Video zeige ich dir, wie du erstens Schritt für Schritt mit ChatGPT technische Geräte einrichten kannst, wie du zweitens Fehler suchst und behebst, indem du sie einfach nur formulierst und etwas komplexere Aufgaben, wie zum Beispiel das Einbinden deines Druckers in den WLAN, löst. Zum Schluss habe ich noch spezielle Tipps für dich, damit du gleich loslegen kannst. Stell dir mal vor, du hast einen neuen Drucker gekauft, schließt ihn an Strom an und normalerweise läuft die Installation heutzutage ja von alleine los. Doch irgendwann kommt der Punkt, so geht es mir auf jeden Fall immer, dass du ein Handbuch brauchst. Jetzt kannst du entweder den dicken Wälzer nehmen oder aber das kleine Heftchen und fängst an, überlegst dir, wie haben sie das Thema benannt, liest, suchst, testest, liest, suchst, testest. Naja, du kennst das Spiel. Das ist der Moment, wo ChatGPT ins Spiel kommt. Wie immer benutze ich die kostenlose Version von ChatGPT, damit du einfach einsteigen kannst. Für eine schnelle Nutzung kannst du ChatGPT sogar ohne Login und Registrierung benutzen. Allerdings kannst du dann nicht auf frühere Chats zurückgreifen und auch andere Features nicht nutzen. Für eine intensivere Testphase lohnt sich eine Registrierung daher auf jeden Fall. Lass uns doch jetzt einfach mal fragen. Erkläre mir Schritt für Schritt, wie ich einen HP DeskJet Drucker mit meinem WLAN verbinde. Einfach und ohne technische Begriffe. Und da ist es, eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, die du einfach nur noch abarbeiten musst. Was aber nun, wenn das nicht funktioniert und der Drucker sich nicht mit unserem WLAN verbindet? Dann fragen wir doch einfach mal nach der Problemlösung. Was kann ich tun, wenn mein Drucker das WLAN nicht findet? Gib mir eine einfache Anleitung. Und auch hier bietet ChatGPT mehrere Möglichkeiten der Fehlerbehebung und der Fehlersuche. Du musst nicht mehr im Handbuch suchen, du musst nicht mehr googeln und du musst nicht mehr das Internet befragen. Einfach eine Frage stellen und du bekommst sofort eine Antwort und eine Lösung. Jetzt möchtest du deinen Drucker noch so absichern, dass niemand anderes außer dir in deinem WLAN-Netzwerk darauf zugreifen kann. Dafür fragst du ChatGPT einfach nach Tipps zur Absicherung deines Druckers. Wie kann ich meinen WLAN-Drucker sicher einrichten, sodass nur mein Laptop darauf zugreifen kann? Gib mir eine Anleitung für Einsteiger. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. ChatGPT gibt dir nicht nur eine Anleitung, wie du das Schritt für Schritt tun kannst, sondern gibt dir zusätzlich noch Tipps, wie du deine Sicherheit im Internet verbesserst. Und wenn das einmal nicht funktioniert, dann drehe die Frage einfach um. Was muss ich tun, wenn sich mein Drucker nicht mit dem WLAN verbindet? Und auch hier siehst du, generiert ChatGPT mehrere Vorschläge und Lösungsansätze. Das ist so genial, weil es so viel Zeit und Nerven spart, so schnell ist und direkt auf den Punkt kommt. Wenn du gerne mehr dazu wissen möchtest, wie man richtig fragt, um gute Antworten zu bekommen, oder aber ein eigenes Beispiel hast, was ich dir gerne einmal erklären soll, dann schreib es doch in die Kommentare. Fassen wir schon einmal zusammen. Du weißt jetzt, wie du von ChatGPT eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommst, um ein technisches Gerät einzurichten. Du weißt, wie man direkt nach einem Problem fragt und Lösungsvorschläge erhält und wie du etwas komplexere Aufgaben löst. Lass uns doch jetzt direkt zu den Tipps kommen, damit du noch etwas genauere und bessere Antworten rausbekommst. Formuliere deine Fragen konkret. Wie zum Beispiel, wie richte ich Gerät XY Schritt für Schritt ein? Verwende ruhig auch einmal Nachfragen. Was mache ich, wenn Schritt XY nicht funktioniert? Probiere auch mal alternative Formulierungen, wie zum Beispiel, was muss ich beachten, wenn ich Gerät XY installieren möchte? Bitte um Klarheit. Kannst du mir Schritt für Schritt zeigen, wie ich XY installiere? Stelle die Fragen auch in einer bestimmten Reihenfolge. Was ist der erste Schritt, wenn ich XY installieren muss?
und was dann der zweite? Je präziser und genauer deine Fragen, je besser sind die Antworten von ChatGPT. Jetzt weißt du also, wie sich das leidige Thema Handbuch quasi in Luft auflöst. Und das Beste ist, es spart so viel Nerven und Zeit. Und mit der gewonnenen Zeit klären wir im nächsten Video die Frage, was kochen wir aus den Resten im Kühlschrank? Hast du jetzt eine Aufgabe oder ein Problem, wo du ein Handbuch nutzen würdest? Dann versuch doch gleich mal ChatGPT und schreib mir in die Kommentare, wie es funktioniert hat. Hat dir mein Video gefallen? Dann lasse doch gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal mit Glocke für weitere Alltagstipps, bei denen dir die KI das Leben erleichtern kann. Für heute sage ich Danke und Tschüss.